als ob die Anlage nicht schon so groß genug wäre, geht es auch noch mal 4 Kilometer oder auf jeden Fall einige Kilometer in die Tiefe. Und zum Glück ist die Fahrstuhl nicht weitergefallen. Sonst wären wir jetzt mal brei gewesen. Da oben hängt er. Und der Vogel klaut Ledders. Und ist weg. Und wir sind alleine. Irgendwo am Boden. Und es sieht echt nach Boden aus, weil hier, das sind Steine. Das ist nichts Gebautes. Das sind einfach Steine und Wasser. Sieht fast schon wie eine Höhle aus, hier der Boden. Also scheint es so, als wären wir jetzt wirklich mal am Boden der Anlage. Und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, was das alles für Tanks sind und so. Und Mann, ist hier viel Schrott. Oh Gott. Es sieht auf jeden Fall beeindruckend aus hier. Und da. Die schön beleuchteten Stellen sind, kann man anschießen. So mag ich das. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Okay, daher kommen wir. Dann gucken wir mal. Ah, da oben. Das sieht eigentlich relativ neu aus in dem Weißen. Sieht aus wie Drohne. Oder? Nein. Doch. Eine etwas verstellte Drohne, also entstellt. Aber ehrlich gesagt wissen wir jetzt nicht wirklich, wo wir hin müssen. Wir haben. Also, Wheatley ist im Besitz der Anlage, aber die ist da ja irgendwo ganz, ganz weit oben. Ich glaube, die Röhre sind wir runtergefallen, oder? Egal. Das heißt, ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Ausweg, was wir eigentlich schon von Anfang an wollen. Wir wollen nur hier raus. Und jetzt sind wir wieder mal ganz unten. Das heißt, dass das Spiel noch lange nicht vorbei ist, würde ich mal sagen. Denn ich glaube, so lange wie wir gerade gefallen sind, da dauert der Aufstieg noch ein bisschen. Aber jetzt mal gucken, wo geht's hier weiter? Okay, Keep Out, da wollen wir lang. Kennt man ja. Überall, wo schön steht, Keep Out und Do Not Enter, da gehen wir rein. Schauen wir mal. Ah, da oben haben wir was. Jetzt bräuchte man nur noch was Zweites, und das haben wir hier. So. Wir könnten es direkt runterspringen. Unsere Schuhe würden es aushalten. Aber. Ah. Genau, einfach mal das Geländer so hoch machen, dass man nicht drüber springen kann. Und ja, hier geht's weiter. Do not enter, keep out, keep out. Da gehen wir weiter lang. Da weiß man immer schön, dass man richtig ist. Wenn man von 1000 Schildern abgehalten wird, da lang zu gehen. So, ich feuer einfach mal hier den. Ah! Ich bleib auf der Pipeline. Was auch immer da drin ist. So, jetzt muss ich ja darüber. Schade. Und was haben wir hier? Am Hebel ziehen. Und das nenne ich mal eine Luke. Also, das ist mal eine schöne kleine Luke. Kennt man ja von zu Hause, habe ich auch mehr. Also, die hängt ja auch bei mir als Eingangstür rum. Und da haben wir noch zwei, links und rechts zwei Räume. Mit einem Knopf. Hatch Reclusion Override. Und, warte mal. Bevor ich jetzt hier irgendwas drücke, gucke ich erstmal auf der anderen Seite rüber. Danger. In the event of flooding, seek air pockets. Also, wenn hier alles geflutet wird, soll man Luftblasen suchen. Wieder mal gigantische Tipps. Supplementary Hatch Reclusion Override. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir beide Knöpfe drücken müssen, oder? Ja, die Zeit, die abbrennt, stimmt mir dazu. Und das Ding geht auf. Wie es aussieht, nach oben, wegen hier den Greifarm. Und ja.
was da wohl dahinter ist. Ich meine, wenn dahinter so einer gigantischen Luke, was hat man da? Eine Wand. Natürlich. Ich meine, wozu ist die Luke da, wenn da eine Wand ist? Oder ist da was dahinter? Also wenn jetzt hinter dieser, wenn jetzt die Wand hier nicht ganz dünn ist und dahinter direkt ein riesiges Loch ist, wo was Tolles ist, dann ist diese Luke absolut unnötig. Also schauen wir mal. Auch eigentlich lächerlich. So eine Tür. Okay, die Luke ist absolut unnötig. Hier ist ein kleiner Gang dahinter. Der ein Laderaum ist. So, wieder Danger und Keep Out schon im Ladescreen. Und weiter geht's hier. Mal gucken, vielleicht ist da noch ein kleiner Tunnel und danach geht's weiter mit dem großen. Auch nicht. Okay. Dann bleiben wir dabei, das ist eine riesige sinnlose Luke mal. Da wollen wir nicht rein. Und hier liegt immer noch ziemlich viel kaputtes Zeug. Das sieht aus wie eine Weltkugel, oder? Wie so ein gigantischer Globus. Wow. Da hinten steht Aperture. Und gucken wir mal noch was hier. Da ist noch so ein Globus und noch so eine größere Kugel. Also hier scheint ja einiges an Schrott anzufallen. Und sonst ist hier aber nichts. Nö. Da kommen wir auch nicht hoch. Aber hier haben wir Türen. Und hier könnten wir durchschießen, aber ich gucke erstmal noch weiter. Weil da sind noch mehr Türen. Die ist zu. Und die ist auch zu, oder? Ja. Was haben wir hier? Underground Trains to Test Shafts 1 bis 8. Test Shafts 1 bis 8? Sind das... To Test Chamber ist 1 bis 200? Moment. Ich meine vorhin gelesen zu haben... Oh Gott, das war knapp. Ich meine vorhin gelesen zu haben, dass wir hier gerade eben in Test Shaft... Also in Shaft 9 sind. 1952. Und... Das heißt, wenn wir in Shaft 9 sind und es in Shaft 9 1 bis 200 Testchambers gibt und es 1 bis 9 gibt, also wenn hier 1 bis 8 da lang geht und 1 bis 9 sind, heißt das, dass es 9 Shafts gibt, dann kann man sich so langsam vorstellen, wie groß diese Anlage ist. Natürlich, wenn es nicht so ist, ich kann mich auch irren, aber auf jeden Fall habe ich vorhin irgendwas gelesen. Und ich weiß gar nicht, was Chef das genau bedeutet. Ich denke mal, dass es halt so Abteile sind. Okay, das ist jetzt der einzige Weg, den es gibt. Und wir gehen rein in den Raum. Cave Johnson! Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und daraus agieren. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Party jetzt schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cave Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meiner Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon rein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Und damit haben wir das erste Mal was von Cave Johnson gehört. Und zwar nicht live, aber halt eine Aufnahme, eine alte.
Und was haben wir jetzt hier? Wir müssen... Da gibt es einen Lift. Da ist eine Tür, wo Enter draufsteht. Und ich gucke erstmal da hoch. Moment. Einfach mal da hochgehen. Hopp. So. Okay, von hier aus... Moment, checken wir erstmal, wo wir alles hinschießen können. Also, da hinten der Boden ist, glaube ich, nicht unnötig. Aber hier können wir was machen damit. Aber ich würde sagen, gucken wir erstmal dahin. Weil man kann ja auch einfach mal so... Oder? Dann hier? Kommen wir darüber? Das sollte hinhauen. Ha, tut auch. Dann gucken wir mal, ob der Lift hier funktioniert. Was steht hier? Welcome to Aperture. Welcome to the future of tomorrow. Aperture Science. Innovators. Und da sehen wir, diese Anlage hier ist von 1947. Und da stellt sich mir doch nochmal die Frage, gab es 1947 schon diese Portal Gun? Oder waren das damals andere Tests? Wie auch immer, der Aufzug ist zumindest hierzu, hier auch. Und das wäre, das hier wäre der Main Lift to Surface, also der Hauptlift zur Oberfläche. Und wir sind im Sublevel 193. Ich weiß zwar nicht, wie tief das ist, aber ich schätze mal, wenn ein Level, ich meine, schaut euch mal die Decke an, wenn das hier ein Level ist, dann sollte das einiges an Höhe sein. So, dann gucken wir mal erstmal. Wenn hier nicht weitergeht, dann denke ich mal, dass es da hinten weitergeht. Und, Moment, wir haben das hier, das am Boden und das da, also denke ich mal, da können wir springen. Also zuerst wieder da hoch. Hm. So. Wow, das war knapp. Dann machen wir mal eins hier. Und springen dann mal von hier runter. Wow. Oh. Und durch den Ring von Aperture Science. Und... Wo sind wir jetzt gelandet? Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterinnen-DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du machst von selbst mit der Test los. Nett. Also ich suche auf jeden Fall mal nach der gelben Linie gleich. Und ich meine, schaut euch mal diese unglaubliche Büroausstattung an. Schreibmaschinen und ganz alte Telefone. Ich meine, da geht die Forschung richtig ab. Ah, da merkt man schon, dass es hier alt ist. Auch diese scheinbar moderne Beleuchtung. Was haben wir hier? Welcome Test Subjects. Und damals, also ich stelle mir das wirklich cool vor hier damals. Ich meine, damals ist man, wo sie nicht noch nicht kaputt war, war ein bisschen verbunden. Also ist man von da hinten schön mit dem Aufzug runtergekommen, als Ausgewählter. Bist dann hier schon reingelaufen. Hast dich hier bei der Rezeption registriert. Hast dann hier schön dich auf so einen Sessel gesetzt und auf deinen schönen Test gewartet. Und hey, da sehen wir. Wer ist das? Cave Johnson. Also da haben wir ein Bild von Cave Johnson endlich mal. Und das schauen wir uns jetzt an. Nochmal genauer. Also hier, Cave Johnson, noch schön jung. Damals. Was haben wir hier noch? Was steht da?
das ist den ersten, das hier ganz oben, nach the, das heißt es. The Science and Business Institute of America ist, keine Ahnung, auf jeden Fall Best New Science Company, Aperture Science, 1947. Also damals wurde es anscheinend gegründet, weil es dann neu ist.